ETHV ist eine kirchlich und staatlich anerkannte private Universität in freier Trägerschaft, eine Non-Profit-Organisation, das ist mir immer sehr wichtig zu betonen, hat zwei Fakultäten, die Theologische Fakultät und seit rund 15 Jahren die Pflegewissenschaftliche Fakultät. Wir bieten ab Wintersemester 2020 den Masterstudiengang Community Health Nursing an. Und nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie wichtig Gesundheitsschutz und Prävention, insbesondere für ältere Menschen, aber auch für vorerkrankte Menschen sind. Und wir übersetzen Community Health Nursing als primäre und kommunale Gesundheitspflege und verstehen damit zwei Einsatzgebiete eigentlich für die Community Health Nurse. Zum einen geht es dabei darum, medizinische, pflegerische Versorgung, Diagnostik, Therapie mit anderen Akteuren zusammen sicherzustellen, im ambulanten, im häuslichen Bereich. Das ist der eine große Bereich. Und der zweite große Bereich, das ist die kommunale Gesundheitspflege, wie wir sie nennen. Das ist kommunale Daseinsvorsorge. Und das heißt, die Bedarfe, die Menschen in ihrem häuslichen Umfeld haben, zu erheben, zu erkennen und dann passende Angebote wohnortnah zu entwickeln und fortzuhalten. Das nennen wir auch kommunale Pflegeplanung oder regionale Pflegeplanung. Und dafür wollen wir zukünftig Community Health Nurses einsetzen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch die Gesundheitsförderung. Und da initiiert die Community Health Nurse eben Schulungsprogramme in der Kommune und Schulungsprogramme für verschiedene Themen, die für verschiedene Bevölkerungsgruppen ganz wichtig sind. Zum Beispiel Diabetes, Adipositas, also Übergewicht, aber auch Bewegung oder Ernährung, dass möglichst viele Schulungsprogramme stattfinden, dass die Bevölkerung ihre Gesundheitskompetenz steigern kann und befähigt wird, eigenständig sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Also was in der Praxis uns ganz besonders wichtig ist, ist, dass die Bevölkerung beteiligt wird, Partizipation, dass die Bevölkerung beteiligt wird und befähigt wird, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. In der Pflege ist der Fokus eher auf das Individuum und die An- und Zugehörigen, also die Familie oder den Freundeskreis ausgerichtet. Als Community Health Nurse habe ich den Blick nicht nur auf Individuum und Familie, sondern eben auch auf Gesundheitszentren, auf Schulen, auf Kitas, auf Pflegeheime, kann dort beraten, kann dort steuern, kann dort etwas implementieren. Genauso natürlich auch in der Kommune selbst, aber auch in Wohngemeinschaften kann ich beraten, kann ich forschen, kann ich vernetzen und koordinieren in Quartieren. Und ich habe auch Einfluss auf die politische Steuerung, nehme Einfluss auf Gesetze, auf die Normen und Regeln. Das sind alles Aufgaben einer Community Health Nurse, die hier sichtbar werden. Der Masterstudiengang Community Health Nursing beinhaltet in Fallen da sowohl relativ viel Forschungsmethoden als auch auf der anderen Seite Ethik, weil es uns sehr wichtig ist, dass man, wenn man in komplexen Entscheidungssituationen nach Lösungen und Problemlösungen sucht, dann, dass man die sowohl ethisch reflektiert treffen kann, als auch wissenschaftsfundiert. Eine gute wissenschaftliche Basis, sowohl was Forschungsmethoden anbetrifft, als auch was die Theorien anbetrifft, ist uns wichtig. Also da ein gutes Handwerkzeug zu haben, um dann gestalterisch tätig zu sein. Die PTHV liegt in der Region Koblenz, gehört zur Wissenschaftsregion Koblenz, bietet alles, was man für ein Präsenzstudium braucht, digitale Angebote, virtuelle Angebote. Und wenn es Studium mal Studium sein darf, dann bietet die Region landschaftliche und kulinarische und kulturelle Reize, die das Studium erreichen.